Moin, sind ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir haben im letzten Part den Fionewald von den Schatten befreit, indem wir den Tiegel des Lichts gefüllt haben und haben vom Waldgeist oder Lichtgeist des Waldes als Mission aufgetragen bekommen, in den Waldtempel zu gehen, um uns dort eine verbotene Macht zu eigen zu machen, die wir brauchen gegen den Kampf gegen das Böse. So, Midna hat noch was zu sagen. Weil du der auserwählte Held bist, hast du dich in dieses wilde Tier verwandelt. Schade eigentlich, vielleicht wärst du ja glücklicher geworden, wenn du genau wie alle anderen als Geist herumgeirrt wärst, ohne etwas zu ahnen. Also was tust du? Gehst du zum Schrein? Wunderbar, ich habe dem Schrein nämlich auch was zu erledigen. Und du willst doch bestimmt deinen Freunden helfen, oder? Vielleicht wird deine Hilfe ja in dem Schrein gebraucht. Also gut, dann streng dich mal ein wenig an, du von den Göttinnen auserwählter Held. Man sieht sich, jawoll. So, wir sind endlich wieder ein Mensch. Wobei, als Wolf habe ich mir besser gefallen. Aber jetzt können wir wieder das hier machen. Schwing! Und wir haben endlich ein normales Schwert, nicht mehr hier so ein Gubbelschwert. Sehr schön. Dann machen wir uns mal wieder auf in den Wald. Und kämpfen uns jetzt vor. Oh, als Wolf war irgendwie anders. Kämpfen uns jetzt vor in Richtung... Was ist denn Midna? Also dann, Zeit, die Waffen auszuprobieren, die ich dir gegeben habe. Na, du weißt schon, schwingen mit B dein Schwert und halte mit ZL dein Schild schützend vor dich. Das ist dir zu anstrengend, du solltest mir lieber dankbar sein. Schützend das Schild, ja siehst du, funktioniert doch wunderbar. Zack. Oh, irgendwie, wenn das Schwert nicht rausgezogen ist, dann springt er auch nicht. Bei Ocarina of Time zieht das von alleine, wenn man anvisiert und springt. Macht er hier nicht. Hier muss ich wirklich dran denken, erst das Schwert zu ziehen, bevor ich die Sprungattacke mache. Sonst springt er nämlich einfach nur die Gegner an. Ja, blöd. Tür ist zu. Ohne Schlüssel geht's nicht weiter. Ja, cool. Wo ist denn der Schlüssel? Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwas hat er hier geblinkt. Aber nein, da ist nichts. Ja gut, dann müssen wir mal gucken, wo es denn den Schlüssel gibt. Eigentlich habe ich nur einen im Verdacht. Das ist der gute Mann hier. Moin! Mann mit dem Nest auf dem Kopf. Huch! Ach, natürlich. Du bist doch der junge Mann aus Ordon, oder? Hätte dich fast nicht erkannt, so herausgeputzt wie du bist. Ach, was ich noch sagen wollte, ist in letzter Zeit etwas gefährlich geworden hier. Sei also vorsichtig. Es treibt sich immer mehr Monster herum. Deshalb habe ich den Weg zum Schrein auch verschlossen. Du, ich muss da hin, ne? Ah, aber du willst bestimmt wieder dahin, oder? Ja, aber so wie du jetzt aussiehst, dürfte das für dich ja kein Problem sein. Hier. Du erhältst einen kleinen Schlüssel. Öffne mit ihm das Tor zum Wald von Fionn. Aber der Wald hinter der Höhle ist in letzter Zeit so neblig, da hast du ohne Licht absolut keine Chance. Du wirst ständig deine Lampe brauchen und solltest auf jeden Fall genug Öl bei dir haben. Hab gerade eine Sonderangebot. Eine Flasche Öl für nur 100 Rubine. Ein echtes Schnäppchen. Na, wie wär's? Weißt du, 100 Rubine, das finde ich ein bisschen, ja, abzockmäßig. Also, nö, lass mal. Was? Das gibt's ja nicht. Dabei habe ich dir neulich sogar extra eine Lampe geschenkt. Du kannst bei mir auch nur Öl kaufen. Schau einfach mal wieder vorbei. Ja, mach ich, wenn deine Preise etwas humaner geworden sind. Also 100 Rubine für Öl, also eine Ölfüllung, und meine Lampe ist ja noch halb voll. Das wäre mir ein bisschen zu viel. Also gehen wir erstmal so weiter. Tor öffnen und rein in den Wald. Den Weg kennen wir jetzt dazu. Es ist das dritte Mal, dass wir hier langlatschen. Also Gebiete wieder verwerten haben sie drauf. Mal sehen, ob sich das durchs Spiel zieht oder ob das so eine einmalige Geschichte ist. Also bei Okami ist es ja ähnlich. Man kommt in ein neues Gebiet. Das Gebiet ist erstmal verkuppelt von den Schatten sozusagen, von der finsteren Macht besessen. Und dann müssen wir den Wächtersprössling finden. Das Gebiet wird gereinigt und dann machen wir den Rest hübsch und kümmern uns dann um den Tempel. Und dann nächstes Gebiet. Gleiches Spiel, erst den Wächtersprössling, Gebiet wird gereinigt, alles hübsch machen, Tempel und so weiter und so weiter. Das ist hier ähnlich und bei Okami spielt man auch einen Wolf, also... Und Okami war vorher da, also ich sag's ja nur. Man hat sich da bestimmt gewiss leicht inspirieren lassen, aber es soll ja auch gar nichts Schlechtes, ne? Soll nicht negativ sein, aber es fällt schon ein bisschen auf, ne? So, also das mit dem Ziel, muss ich sagen, gefällt mir ganz gut, ne? Mit dem Joystick vorarbeiten und dann mit der Motion-Steuerung den Rest nacharbeiten. Das geht eigentlich ganz flott von der Hand. Oder Pfote, ne? Das ist erstaunlich gut. Ich habe erst die Wii-Mode so ein bisschen vermisst, muss ich gestehen, weil das fand ich bei der Wii-Version halt wirklich nice gemacht.
das Zielen und so war schon sehr elegant und ging sehr flott, weil ich einfach direkt auf dem Bildschirm ziele, ne? Das haben wir jetzt hier nicht. Aber läuft trotzdem gut, soweit zumindest. Mal sehen, wie sie es nachher in den brenzlichen Gefechten ist. Bis jetzt hatten wir noch kein wirklich brenzliches Gefecht. So, wie komme ich denn jetzt hier durch den Gubbel? Oh, nicht so wirklich, ne? Ah ja. Licht angemacht und es passiert etwas. Jo, danke, das ist meine Lampe. Gib das Ding zurück. Okay, es wird rumgeschlackert. Ich glaube, wir sollen folgen. Oh, wen haben wir denn da? Der hat dir glatt die Lampe geklaut, nur weil du nicht aufgepasst hast. Jo, gib das Ding zurück, Jung. Okay. Gut, wir folgen mal dem Affen. Jo, das machst du fein, du. Hier wird geschlaggert. Das ist ja herrlich. Weiter mit dir. Weiter, 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 weiter. Jo, Bewegung, Bewegung. Wiep, 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 wiep. Weiter. So, wenn wir dann nachher auch im ersten Tempel sind und die ersten Gefechte gegen Gegner haben. Ich bin kein Zelda-Pro. Also ich habe sie eigentlich alle gespielt und so und bin jetzt auch nicht schlecht. Ich krieg das durch. Aber ich bin jetzt nicht der absolute Profi. Also wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Ideen oder Anregungen habt oder Tipps und Tricks, immer gerne posten. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwelche Herzteile übersehe. Ne, ich kenne die nicht alle auswendig. Und wenn ich irgendwie mal in einem Partner ein Herzteil übersehe, gerne kommentieren, dass ich da was übersehen habe oder zurückgelassen habe. Dann holen wir uns das dann nachträglich. Ne? Ich versuche aber daran zu denken, die alle direkt einzusammeln, weil Herzen sind halt wirklich wichtig. In dem Teil mehr denn je. Also für, rein von mir subjektiv gefühlt, finde ich den hier zumindest am Anfang schwer. Also deutlich schwerer als die anderen. Es ist machbar, aber wenn ich so Ocarina of Time denke, da flutschst du ja so durch. Ne? Also da ist nichts kompliziert oder schwierig. Das geht so von der Pfote. Und hier, da leide ich an einigen Stellen auch noch. Aber das werden wir sehen. Also zumindest bei der GameCube, beim letzten GameCube-Anspielen war es noch so. Mal sehen, wie es jetzt ist. Ich bin ja wieder älter geworden. Das heißt, die Reflexe lassen nach. Wird wahrscheinlich noch schlimmer. So, wir scheinen durch zu sein. Du, hier ist kein Nebel. Du kannst aufhören zu schlackern. Du kannst es lassen. Das ist gar nicht notwendig. Ja, freust dich, ne? Oh, siehst du. Tschüss. Und Lampe aufsammeln. Ja, geil. Du findest die Lampe wieder. Allerdings enthält sie kein Öl. Der Affe hat alles verbraucht, um dir den Weg zu zeigen. Ja, geil. Das ist schlecht. Zurück können wir nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mal beim Vogel einkaufen, wenn der jetzt wieder da ist. Der hatte doch auch Öl. Das will die Brücke. Oh, und Gegner. Hallo. Moin. Zack und Sprung. Gehst du kaputt? Gehst du kaputt? Wenn die auf dem Boden liegen, Alter, greift er mich von hinten an, die Sau. Wenn die auf dem Boden liegen, hat man ja echt ein Problem. Da kommen wir so momentan gar nicht ran. Da müssen wir immer warten, bis sie wieder aufstehen. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Doch, Herz, das habe ich gebraucht. Sehr schön. Weiter geht's. Weiter geht's. Was sitzt da hinten rum? Das sieht irgendwie wolfsartig aus. Gut, aber ich gehe erstmal Öl einkaufen. Moin. Kra, willkommen. Kauf was, jo. Ich brauche Öl. Wo ist meine Lampe? Oh, meine Lampe ist nicht mehr ausgerechnet. Items. Direkt und droppen wir das mal auf X, dann ist das wieder gut. Und mit X können wir auch direkt die Lampe füllen. Also man kann das alternativ in eine Flasche packen oder man füllt die Lampe direkt. Du füllst Öl in die Lampe. Sie ist jetzt voll und leuchtet dir in der Dunkelheit. Wegstecken, wegstecken. Was kostet Öl denn? Ansehen. Lampenöl, 20 Rubine. Der nächtliche Wald ist finster und gefährlich. Lass dein Öl nicht ausgehen. Wird auf Wunsch in eine Flasche oder direkt in die Lampe auf Y, X oder R gefüllt. 20 Rubine. So, das ist hier übrigens freiwillig. Wir könnten uns auch verpissen, aber ich gebe ihm die 20 Rubine. Ich bin so nett und ehrlich. Und er kriegt noch Trinkgeld 2. Ja, bitteschön. Oh, wie großzügig. Ja, du bist halt so ein lustiges Ding. Mit deinem Kopf da. Danke, danke. Bitte. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man ihn verarscht. Das müssten wir eigentlich aus Interesse dann doch mal ausprobieren. Aber wir lassen es erstmal. Wir sind erstmal freundlich. Jetzt gehen wir erstmal zu dem flauschigen Wolf da. Du bist ganz weich und flauschig. Ich mag dich. Warum greifst du mich an? Okay, er ist zwar weich und flauschig, aber er greift uns trotzdem an. Das ist natürlich etwas bedauerlich und war jetzt so nicht geplant.
Wo sind wir denn nun? Oh je, du siehst aber auch nicht mehr so wirklich frisch aus. Jo, hallo. Deine Beine sind so transparent. Ich hau dich einfach mal, Bart. Au, scheiße. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft deines Schwertes. Okay. Das Schicksal mag dich zum Helden gemacht haben, aber in dieser Verfassung bist du es nicht wert, das grüne Gewand zu tragen. Oh, das geht gegen die, ne? Das ist ein bisschen dissen hier. Du brauchst Mut, um deine Kräfte zu sammeln, und die gesammelten Kräfte werden dir Mut geben. Wenn du dir wahren Mut wünschst, um Hyrule aus dieser furchtbaren Gefahr zu retten, unterweise ich dich in meinen okkulten Künsten. Okkulte Kunst, Fangstoß. Ein starker Gegner kann zwar durch einen schweren Angriff niedergehen, steht aber sogleich wieder auf. Die Kunst des Fangstoßes besteht darin, den am Boden liegenden Gegner endgültig zu besiegen, bevor er wieder aufsteht. Wenn der Gegner am Boden liegt, visiere ihn unverzüglich mit ZL an und drücke A, um ihn von oben springend den letzten Stoß zu versetzen. Hast du eine günstige Gelegenheit, dem Gegner den Gar auszumachen, erscheint vor deinen Augen das Signal Fangstoß. Nun versuch es an mir. Da kreuzen sich unsere Klingen. Los geht's. Batz! Und Fangstoß. Bom! Jawoll, so kriegen wir dann auch die Gegner auf den Boden. Frage beantwortet. Ja, das war ein kühner Schlag. Verpasse nie die Chance für einen Fangstoß durch Drücken von A. Damit hast du die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. Jawoll! Jo, ein bisschen posen noch zum Abschluss. Du hast die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. Visiere Gegner am Boden mit ZL an und beende die Sache mit A. Es gibt noch weitere 6 okkulte Künste, die du erlernen musst. Ich muss? Doch sie sind nur für den bestimmt, in dessen Adern das Blut eines Helden fließt. Für den, der den Geist eines erhabenen Raubtiers hat. Stehle deine Kraft und sei beständig in deinem Mut, um die gegenwärtige Bedrohung zu zerschlagen. Lausche dem Ton des Windes, der den Geist des wilden Tieres ruft, und komme wieder zu mir, wenn du die Statuen gefunden hast. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft eines Schwertes. Vergiss das nicht. Auf ein Wiedersehen. Jo, bis denn, ne? Knochenmann. Und zurück in den Wald. Ja, ein bisschen Trivia noch, wer denn dieser lustige Typ sein soll. Also laut Trivia und rein Timeline-mäßig geht man davon aus, dass dieser Typ, der uns hier die okkulten Künste lehrt, der Protagonist aus Ocarina of Time ist. Also der Link aus Ocarina of Time, der dann später Majora's Mask, dann, das ist ja der gleiche, der Link soll derjenige welche sein, also der tote Überrest von ihm sozusagen, soll derjenige welche sein, der uns hier diese Künste beibringt. So, ich würde sagen, dann haben wir das okkulte Kunstgedönse gelernt, haben unsere Lampe gefüllt, dann können wir uns eigentlich aufmachen in den ersten richtigen Tempel. Wurde ja auch langsam mal Zeit. Moin, mal sehen, kann ich hier gleich mal meine okkulte Kunst anwenden? Oh, schade, der ist direkt gestorben. Komm, ich will mal meine okkulte Kunst anwenden. Schade, der ist auch direkt gestorben. Naja, hätte klappen können. Zack, 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 Geld. Sonst noch irgendwas? Zack, 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 Herzchen. Na gut, dann würde ich sagen, dieses wunderbare Spinnenwebennetz können wir jetzt ja verbrennen und uns hineinbegeben in den ersten Tempel. Ich bin ganz aufgeregt. Schauen wir mal, was uns erwartet. Keine Vorstellung, wo wir hier sind. Oh, es geht gleich mit einem, geht gleich mit 2 Fliegeviechern los. Na gut. Ah, kommt doch noch eine Vorstellung, ich wollte gerade sagen. Muss mir doch sagen, wo ich mich hier befinde. Waldschrein. Wo siehst du? Da vorne ist auch unser Affe. Kann ich dagegen rollen? Was? Genau, dann fliegt nämlich das Zeug von den Statuetten hier runter. Oh, Kacke. Anspringen ist nicht gut bei den Pflanzen. Kommt nicht so gut. Habe ich so das Gefühl. Ich spring euch nicht mehr an, das ist scheiße. Oh, aber dich springe ich an. Oder auch nicht.
Wieder kein Fangstoß. Ich befreie jetzt erstmal den Affen hier. Bap, 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 bap. Moin. Ich komme dir zur Hilfe. Okay. Ich soll ihm wohl folgen. Das ist doch der Affe, der die Lampe geklaut hat. Ich glaube, der will mit dir spielen. Also nichts wie hinterher. Jo, gleich. Erstmal muss ich hier diese Viecher kaputt machen. Wir machen das hier ganz gemütlich miteinander. Wir wollen uns auch umgucken. Nein, noch nicht hoch. Erstmal umgucken. Hier war ja noch mehr. Hier ist noch was. Da kommen wir, glaube ich, aber noch nicht ran. Hier kann man nochmal gegenrollen. Dann fällt das runter. Geld. So, und dann gab es nämlich hier noch was, wo wir hochklettern können. Das ist mir natürlich direkt aufgefallen. Zack. Ah, zack. So, nichts wie hoch hier. Gleich mal geschaut, was sich denn da oben versteckt. Ist da denn auch was? Jo, ein Kistchen. Jo, immerhin. Das ist doch was. Also wir versuchen mal wirklich 100% zu machen. Das heißt, alle Kisten in den Dungeons sammeln. Das hat aber zur Folge, dass man, auch wenn man zum Endgegner gehen könnte, natürlich manchmal nochmal zurück Backtracking machen muss, um noch verbliebene Kisten zu organisieren. So, komme ich ran an den Kram. Der Zehner fällt nicht runter. Und der hier hängt auch irgendwo oben drauf rum. Da kommen wir nicht ran. Ja, schade. Es war ein Versuch wert, ne? Da ist nichts drin. Na gut, dann folgen wir mal dem Affen. Ja, du musst dich entspannen, Affe. Alles wird gut. Ist hier irgendwas? Ja. Dinger zum Kaputtschlagen. Sonst aber soweit nichts. Bisschen Gras. Ich finde doch ganz schön viele Herzen. Vielleicht muss ich meine Aussage zurücknehmen. Ich glaube, es ist einfach Einbildung. So, Raum Nummer 2. Gibt es ein paar Fackeln. Da oben sehe ich schon eine Spinne. Ich liebe ja Spinnen. Ne? Also es gibt ja echt wirklich kaum etwas, womit ihr mich so fertig machen könnt wie mit Spinnen. Fangstoß. Zack. Siehst du? Boah, drei Herzen. Das ist nicht mal nicht schlecht. So, dann können wir hier... Guck mal, da unten ist was. Hier ist ein komisches Ding. Okay. Das ist so eine lebende Bombe sozusagen. Die packen wir jetzt mal da hin. Hoppala. Und weg. Gleich ein Secret gefunden. Sehr schön. Öffnen. Du erhältst 20 Rubine. Und schon haben wir das Öl wieder drin. Bräuchten wir noch einmal hier so ein bisschen Schussgedöns wieder. Ja, siehste, haut das auch hin. Da kommen wir nicht. Oh, das ist alles kaputt gebrochen. Hier ist auch mal interessant. Ah, zu weit vorgelaufen. In die Pflanze rein. Das ist auch schlecht, ne? Also wenn ihr Gegner angreifen wollt, lauft nicht in sie hinein und schlagt dann. Haltet einen gewissen Abstand. Das Schwert ist nicht umsonst so lang, ne? Okay. So, wir können hier ein bisschen Feuer machen. Und das wird sicherlich für irgendetwas sorgen. Oder auch nicht. Ah, hier gibt es noch mehr. Da machen wir auch Feuer. Und da auch. Ah, okay. Jetzt fährt das da hoch. Das ist doch schon mal gut. Nee. Wegstecken die Lampe. Ja, ich folge dir ja, Affe. Entspann dich. Endlich mal wieder eine Kistenanimation. Das habe ich ja ein bisschen vermisst. Du erhältst die Dungeon-Karte. Drücke Bild nach oben, um den Kartenbildschirm aufzurufen. Bereits besuchte Räume sind grün. Der gelbe Pfeil zeigt deine Position. Alles klar. Jetzt sehen wir auch die Map. Kann ich das auf meiner Minikarte hier unten auch sehen? Jo, auf dem Tablet da kann ich das auch noch geiler sehen und auch rumsuchen. Das ist cool gemacht. Es ist natürlich schon für die Übersicht wirklich nicht verkehrt, ne, das Ding. So, nächster Raum. Jo, weiter geht's, weiter geht's. Das sieht doch einladend aus. So eine kleine wackelige Brücke über Abgründe ist immer gut. Jo, was bist du denn für einer? Okay, ja. Schade, und tot, der Affe, oder was? Oh, oh, Hahn, ist gut, ist gut. Ist doch gut, Hahn, ist doch alles gut. Ja, zurück. Aber was ist denn das? Haben die etwas Streit? Mann, jetzt können wir hier nicht weiter. Gehen wir einfach zurück. Ich glaube sowieso, der kleine Affe will uns führen.
Sollten wir ihm nicht einfach folgen? Ja, können wir machen, ne? Aber bevor wir weiter folgen, machen wir hier erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.